Erstmal schön, dich hier zu sehen heute. Wie ist es für dich, auf so eine Premiere zu gehen? Heute bin ich eigentlich ganz entspannt und voller Freude. Ich freue mich irgendwie, meine Kollegen zu sehen. Ich bin sehr gespannt auf den Film, wie der ankommt und freue mich, dass er jetzt rauskommt. Hast du ihn schon selber auf Leinwand gesehen? Ja, ich habe ihn, es gab eine Teampremiere schon, da durfte ich ihn schon sehen, Gott sei Dank. Weil da sonst wäre ich, glaube ich, total aufgeregt. Aber jetzt weiß ich, ich kann mich zurücklehnen, es ist ein guter Film. Also bist du auch ein bisschen selbstkritisch und kannst dich nicht so gut auf der Leinwand sehen oder eher? Ja, ich finde es das erste Mal vor allem immer ganz schwierig, ne? Weil man sich das innerlich immer ganz anders vorgestellt hat. Aber naja, man lernt ja, das zu akzeptieren, wie man so ist. Cool. Du hast eine Krankenschwester in der Heilanstalt gespielt. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Ach, ich habe viel gemacht, ich habe viel gelesen, mir Dokumentarfilme angeguckt, allgemein auch über so Heime und den Umgang mit Behinderten. Und dann habe ich, das ist hier auch eine Nonne, die Schwester, die ich spiele, und da habe ich auch so mehrere Dokumente so gelesen und dann versucht, die so zu verstehen und diese Rolle in mir aufzunehmen. Gibt es etwas Schwierigeres daran, wenn man mit Behinderten dreht, oder kann man da ganz normal mit, wie mit allen anderen auch, arbeiten? Nee, natürlich ist das ein ganz anderes, aber wir haben ja auch mit vielen Kindern gedreht, das ist auch ganz anders. Also man muss da schon sehr viel Rücksicht nehmen, man muss sich selber nicht so wichtig nehmen. Das fand ich aber irgendwie auch ganz schön. Also das ging nicht so um meine Befindlichkeiten, sondern eher, dass die alle sich wohlfühlen und das Vertrauen haben, Dinge zu tun, die in ihrem Leben sicherlich ungewöhnlich sind. Aber ich fand das eine große Bereicherung. Wie würdest du dann das Klima am Set beschreiben? Ja, das war interessant, weil während der wirklichen Dreharbeit war es immer sehr bewegend eigentlich. Also es hat mich sehr auch mitgenommen, aber drumherum waren wir deswegen eigentlich sehr ausgelassen. Also ich habe auch viel mit den Kindern gespielt und so, weil ich glaube, man brauchte das, um so ein bisschen sich von diesem Thema abzulenken, weil es einen doch sonst zu sehr runtergezogen hätte. Ich habe auch noch gelesen, du hast neben dem Film auch in einem Musikvideo von Bosse mitgespielt. Wie war das für dich? Ah, das war ja mein großer Traum, in einem Musikvideo zu spielen. Und das ist aber ja so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist ja so ein ganz streng. Man sieht da eigentlich immer nur so meinen Kopf. Ich fand das ganz toll. Und ich fand die Begegnung mit Bosse auch toll. Der ist ein ganz, wirklich ganz entzückender Mensch, ein wirklich großartiger Typ. Und das war toll. Das war einfach nur toll. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute bei der Premiere. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss.